Hallo und herzlich willkommen zu Teil 2 meines neuen Let's Plays von Siberia The World Before. Das Video stammt aus einer Streaming-Session auf Twitch, ich habe Unnötiges entfernt und das Ganze sinnvoll gekürzt. Jede Folge soll ungefähr 40 bis 50 Minuten lang werden, ich nehme aber in der Regel mehrere Folgen am Stück auf. Außerdem füge ich Kapitel hinzu, diese findet ihr unten in der Beschreibung, bei YouTube auch in der Abspielleiste und bei PeerTube über den Kapitel-Button im Player. Siberia The World Before ist ein 3D-Point-and-Click-Adventure von 2021 und die Fortsetzung der Siberia-Reihe von Benoit Sokal, in der es bereits 3 Titel gibt. Ich freue mich über Kommentare und wünsche viel Spaß beim Zusehen. Nein, ich weiß nicht, ob ich durchspielen kann. Ich weiß eben, wie gesagt, nicht, wie lang das ist. Die ersten waren relativ anspruchsvoll. Eine Spiel. Diese Melodie hat mich während meiner gesamten Kindheit begleitet. Ich erinnere mich, dass selbst meine Mutter nicht herausfinden konnte, wie sie heißt. Das kennen wir doch. Das ist ein Flugticket. Das können wir auch nicht drehen. Wir können es nur lesen, dass es nach New York gegangen wäre. Olivia Foster, New York. Was kann sie mir nach unserem Streit, als ich mit Hans weggegangen bin, geschickt haben? Man weiß es. Komisch. Was? August 23, 2003. Liebe Kate, wo immer du jetzt bist, ich hoffe, dass dieser Brief, auch wenn er traurige Neuigkeiten bringt, dich rechtzeitig erreicht, damit du Vorbereitungen treffen kannst, um nach New York zurückzukehren. Deine Mutter Sarah Walker ist letzte Nacht im Mount Sinai Hospital verstorben. Es ging ihr schon einige Monate nicht gut und ihr Tod war zweifellos eine Erlösung. Die Beerdigung findet nächste Woche Donnerstag statt. Wir haben die Zeremonie hinausgeschoben, damit du bei uns sein kannst. Wenn ich mich nicht irre, bedeutet deine Rückkehr in die Vereinigten Staaten, dass du riskierst, dich vor Gericht verantworten zu müssen. Manchmal ist es besser, seine Schulden bei der Gesellschaft zu bezahlen, anstatt für immer davor zu flüchten. Und lass doch nur einmal diese sinnlosen Abenteuerallüren sein. Sie haben dich bereits deine Freunde und deine Familie gekostet. Ich flehe dich an, Kate. Bitte, komm zurück und nimm von deiner Mutter Abschied. Ruf mich an, damit wir deine Rückkehr zu den bestmöglichen Bedingungen organisieren können. Ich habe dir den Anhänger deiner Mutter beigelegt. Sie hat gesagt, dass du das Geheimnis seiner Melodie früher geliebt hast. Ich habe ihr versprochen, dass ich es dir schicke. Ruf mich an, um unserer Freundschaft willen, was immer davon noch übrig ist. Olivia, 212-359-1519. Gut gemacht, Dana, mein Liebes. Ich bin so stolz auf dein Konzert auf dem Platz bei der Musikakademie. Wir müssen einen hübschen Rahmen für dein Diplom finden. Danke, Mutter. Sobald du dein Studium an der Akademie nächstes Jahr abgeschlossen hast, solltest du deine Ausbildung am Konservatorium in Paris fortsetzen können. Nicht wahr, Anton? Natürlich, natürlich. Dann, mein Schatz, wirst du eine große Konzertpianistin. Du machst uns so stolz, nicht wahr, Anton? Natürlich, natürlich. So stolz. Ich kann es kaum erwarten, das Konservatorium zu sehen, auch wenn ich euch beide sehr vermissen werde. Und vielleicht ist es keine so schlechte Idee, wenn du aus Wagen fortgehst. Die Zeiten sind momentan schwer für Leute wie uns. Ich mache mir immer noch Sorgen um deine Gesundheit. Zum Glück hat Herr Gustav sich bereit erklärt, dich diesen Sommer in der Berghütte aufzunehmen. Oh ja.
Die Bergluft dort wird dir unglaublich gut tun, mein Liebes. Übrigens, hast du Herrn Gustav schon geschrieben, um dich zu bedanken? Also ich war sehr beschäftigt damit, für das Konzert zu üben. Der Herr bietet dir eine Anstellung an, Dana. Ihm zu danken ist ja wohl das Mindeste. Ja, Mutter, ich mache es jetzt gleich. Die stecke ich besser weg, bevor ich sie verliere. Ich bin mir sicher, ich kenne das Stück mittlerweile sowieso auswendig. Die Hymne von Wagen, mein Lieblingsstück. Lieber Anton, die Gemälde sind wohlbehalten eingetroffen. Angesichts ihrer hohen Qualität kann ich Ihnen zum günstigen Einkaufspreis nur gratulieren. Sie werden ganz sicher Abnehmer bei meinen amerikanischen Kunden finden und unsere kleine Investition wird sich bald auszahlen. Ich möchte mich bei Ihnen und bei der reizenden Lena auch für die Worte der Unterstützung bedanken, die Sie der Sendung beigefügt haben. Die Ärzte sind optimistisch und gehen davon aus, dass Miriam schon in diesem Sommer wieder auf die Beine kommt. Ich freue mich jeden Tag aufs Neue, dass eine so starke Frau mir die Ehre erwiesen hat, mich zu heiraten. Ich verheimliche Ihnen jedoch nicht, dass wir beide sehr erschöpft sind. Trotz der Krankheitsgeschichte von Miriam hatte der Geburtshelfer dieser Scharlatan uns einen günstigen Ablauf dieser unverhofften Schwangerschaft in Aussicht gestellt. Wir haben uns entschlossen, uns künftig nicht mehr einer erneuten Enttäuschung hinauszusetzen, auch wenn uns diese Entscheidung schwer gefallen ist. Es geht hier nicht nur um Miriams körperliche Gesundheit, sondern zugegebenermaßen um unser beider seelisches Wohlbefinden. Miriam und ich werden uns wohl darauf einstellen müssen, einsam älter zu werden ohne Nachkommen. Sie werden sicherlich verstehen, mein guter Freund, dass wir uns jeden Tag den Gott werden lässt, die Frage stellen, ob wir hier in Ostertal gut aufgehoben sind, während der braune Schatten sich in unserer Stadt weiter ausbreitet. Miriam und ich wären jenseits des Atlantiks zweifellos in größerer Sicherheit, zumal ich mich dort, wie Sie wissen, auf ein solides berufliches Netzwerk stützen kann, sowie auf einige Freundschaften in der New Yorker Kunstszene. Wie dem auch sei, die Unterstützung, die Sie und Lena uns haben zukommen lassen, hat uns zutiefst berührt. Der erneute Beweis für das Vertrauen, das uns verbindet, war für uns ein Lichtblick in diesen düsteren Zeiten. Ich möchte mich erneut bei Ihnen beiden bedanken und verbleibe in tiefster Freundschaft, Ada. Das ist noch gar nicht so lange her. 37. Okay. Ansonsten ist hier aber scheinbar auch nichts Klickbares. Sie klemmt. Papa sollte wirklich mal Ordnung schaffen. Vielleicht könnte ich ihn verwenden, um meinen Brief an Herrn Gustav zu schreiben. Ja, das ist ja wohl wegen dieser Rahmen da, dass man das nicht aufkriegt. Kann man die ja nicht wegräumen? Ja, nicht. Das Diplom, das mir Frau Beckmann nach meinem Konzert auf dem Musikplatz gegeben hat. Gott sei Dank hat sie nicht erwähnt, dass ich fast zu spät gekommen wäre. Herr Gustav, mein zukünftiger Arbeitgeber. Dank dieser Ferienanstellung werde ich Papa helfen können, mir ein weiteres Jahr an der Musikakademie zu finanzieren. Okay. Fräulein Rose, ich freue mich, Ihnen mitzuteilen, dass Ihre Bewerbung für die Sommerbeschäftigung erfolgreich war. Auf meiner Berghügel erfolgreich war.
Ihr Arbeitsverhältnis beginnt am Montag, dem 5. Juli und endet am 31. August. In diesem Zeitraum erwarten wir einen starken Besucherandrang. So empfangen wir etwa eine Gruppe von Wissenschaftlern, die sich bei uns auf eine Expedition in den Orient vorbereiten. Ihre Hauptaufgabe besteht darin, zu den Essenszeiten Mahlzeiten zu servieren und uns bei der täglichen Haushaltsführung zu unterstützen. Da Sie in Ihrem Lebenslauf schreiben, dass Sie an der Musikakademie studieren, möchte ich Sie ebenfalls bitten, an einigen Abenden Klavier zu spielen. Ich möchte außerdem hinzufügen, dass Sie während der gesamten Dauer Ihrer Beschäftigung zusätzlich zu Ihrem Gehalt freie Kost und Logis erhalten. In freudiger Erwartung Ihrer Zusage wünsche ich Ihnen einen erfolgreichen Abschluss Ihres Schuljahres. Gustav Renner, Leiter der Berghütte Sieberspiegel. Ja, dann könnte also sein, dass wir da auch noch hinkommen. Das wäre ja nicht unspannend. Was haben wir eigentlich für? Wir haben einen alten Bleistift und wir sollen Herrn Gustavs Brief beantworten und die Dokumente im Laden legen. Aber welche Dokumente? Zum Beispiel? Na, wir gucken uns mal noch ein bisschen um. Gemälde kann man aber nichts mehr machen. Da hat aber jemand Rahmungskompetenz. So. Natürlich mit ihr reden. Machen wir vielleicht auch gleich noch. Auch ein schönes Gemälde. Papa, könnte dein Stift hier irgendwo sein? Guten Automaten von Vorarlberg. Diese Maschinen sind unglaublich. Manufaktur Vorarlberg, Automatenfabrik, hergestellt in Frankreich. Ah, es lag also in Frankreich. Sie sind glücklicher Besitzer eines Automaten von Vorarlberg, dann genießen Sie lebenslange Garantie. Bei Fragen zu Ersatzreparaturen oder Rückerstattungen kontaktieren Sie uns bitte über die Adresse auf dem Garantieschein. Wer sind wir? Die in den französischen Alpen in Vladilène gelegene Manufaktur Vorarlberg bietet Präzisionsmechanik der Spitzenklasse. Die Automaten unserer neuesten Generation erfreuen sich in ganz Europa großer Beliebtheit, denn sie stehen ebenso für die Qualität unserer Arbeit wie für die Wertschätzung gegenüber unseren Kunden. Wir geben jedem unserer Produkte einen einzigartigen Schliff und verleihen ihm so einen unverkennbaren Charakter. Wagen und wir sind nicht nur stolz auf unsere Kundennähe, sondern unterhalten auch zu Wagen und seiner Bevölkerung eine ganz besondere Beziehung. Unser Chefingenieur Hans Vorarlberg hat auf einer seiner Reisen ein verwüstetes, von einem schrecklichen Großbrand heimgesuchtes Wagen kennengelernt. Dieser Anblick hat ihn zutiefst bewegt und dazu veranlasst, mit seiner Manufaktur einen Beitrag zum Wiederaufbau und zur Modernisierung der Stadt zu leisten. So konnte Wagen seine ewige Schönheit wiedererlangen und dank unserer allerneuesten Automaten Einzug in das moderne Zeitalter halten. Ja. Das war alles sehr interessant zu lesen. Aber ich sollte jetzt den Brief fertig schreiben, sonst wird Mama sauer. Dann haben wir offensichtlich damit das Zusatzziel erreicht. Hier sind ganz viele Rahmen drin. Papa ist so unordentlich. Ist doch aber sehr sympathisch. Ah, und hier ist noch ein schönerer Stift. Papas Federhalter. Perfekt. Ja, und mehr müssen wir, glaube ich, nicht lesen. Papa ist so unordentlich. Nee, das wissen wir schon. Dana, Schätzchen, ich bin gerade beschäftigt. Hm.
Vergiss nicht, Herrn Gustav gegenüber sehr höflich zu sein. Bin immer höflich. Nun gut, dann benutzen wir jetzt hier mal nicht den alten Bleistift, sondern den sehr schönen Füllfederhalter und schreiben ein Briefchen. Förmlich oder freundlich? Sagen wir doch mal freundlich, oder? Lieber Herr Gustav, ich möchte Ihnen dafür danken, Verpisst euch, ihr dreckigen Baggeraner! Nein, nicht Dana, es ist zu gefährlich! Meine Güte, was in aller Welt? Dana, liebes, nein, gib mir das, bitte. Oh, meine Güte. Was steht da, Vater? Nichts, Dana. Außer Boshaftigkeit. Werden Sie uns jemals in Frieden lassen? Komm schon, Lena, meine Liebe. Hey, komm schon. Sieh mich an. Lass dich davon nicht runterziehen. Hä? Sonst landen wir am Ende noch in Paris. Bei Dana. Verpisst euch, ihr dreckigen Vagaraner. Entsetzlich. Nicht besonders eloquent. Kate, komm schon. Wir müssen jetzt an die Arbeit. Kate, bitte. Sie verprügeln dich, wenn Simona dich so findet. Kate, lass es. Du kannst die Vergangenheit nicht ändern. Jetzt komm zur Arbeit, sonst bringen sie uns noch um. Gut so. Ich fange jetzt an zu arbeiten. Du schiebst den Karren näher und gräbst neben mir, okay? Es tut mir leid, Liebes. Aber wir haben die ganze Nacht zum Weinen. Ganz verbeult. Passende Metapher für uns alle hier. Die Zeremonie aufgeschoben. Steckt fest. Du hast die Begegnung, was mich da.
Für immer auf der Flucht. Du warst nicht da. Gut, dass ich die Maus rangemacht habe. Das wäre mit dem Trackpad tatsächlich echt schwierig gewesen, glaube ich. Du hast die Beerdigung verpasst. Du hast dich nicht verabschiedet. Sie ist allein gestorben. Sie hat nach dir gefragt. Sie hatte Angst. Du hast ihr das Herz gebrochen. Du hast sie im Stich gelassen. Sie hat auf dem Sterbebett nach dir gefragt. Pardon, nicht aufgepasst. Hey, schau! Komm, sehen wir uns das an. Ja, sehen wir uns das an. Also ich glaube, das war auch alles war noch Teil der Demo, deswegen erinnere ich mich, glaube ich, das schon mal gespielt zu haben. Das könnte unsere Fahrkarte hier raus sein. Sehen wir uns das an. Oh mein Gott. Wo sind sie hergekommen? Das muss etwas mit dem Zug zu tun haben. Da würde man von ausgehen, dass das mit dem Zug zu tun hat. Sieht noch recht stark aus. Ja, wir haben eine Spieluhr, wir haben ein Plektrum und wir haben ein Herz und das ist alles nicht so richtig schlüsseltechnisch. Ups, das wollte ich nicht. Da müssen wir wohl einen Schlüssel finden. Behaupte ich mal. Wow,
Das ist tief. Man sieht nicht mal den Boden. Ja, und es schneidet uns vom Tunnel auf der anderen Seite ab. Hier geht's nach draußen. Ich sehe das Licht am Ende. Wie kommen wir darüber? Es muss einen Weg geben. Ich würde mal vermuten, es hat mit dem Motorrad zu tun. Können die linke Maustaste gedrückt halten und die Maus bewegen, um direkt die Kontrolle über ihren Charakter zu übernehmen? Diese folgt dann automatisch der Richtung, in die sie mit dem Cursor zeigen. Ja, das habe ich auch schon gemacht, aber gut, dass sie es nochmal sagen. Kate, komm! Ich brauche hier drüben Hilfe! Was denn für Hilfe? Nein. Noch hier hingehen. Also da ist die Streuung manchmal ein bisschen unpräzise. Wenn wir genug Tempo draufkriegen, sollten wir den Höhenunterschied am Rand des Abgrunds als Sprungrampe nutzen können, um zum Tunnel auf der anderen Seite zu gelangen und dann an die Oberfläche zu kommen. Ja, wenn wir dieses Ding starten können, mach dir darüber keine Gedanken. Damals, als ich in der Band war, habe ich immer unseren alten Tourbus repariert. Okay, aber Moment mal. Zuerst will ich mir diese Leichen näher ansehen und vielleicht herauskriegen, was hier passiert ist. Mhm. Uniformen aus dem Zweiten Weltkrieg. Sie gehörten den braunen Schatten an. Den Faschisten, die den Krieg auslösten, bevor sie Millionen von unschuldigen Menschen massakriert haben. Erschossen. In den Rücken. Voller Benzintank. Sie waren wohl auf dem Weg zum Tunnelausgang. Als wollten sie gerade rausfahren. Ihrer Position nachzuurteilen, waren sie in Eile. Ich frag mich, wie ein Haufen Faschisten aus dem Zweiten Weltkrieg hierher kommen. Genau. Und wer sie getötet hat, als sie gerade abhauen wollten. Eins ist sicher. Wir müssen das Motorrad ausprobieren. Was meinst du damit? Willst du über den Abgrund springen? Ganz genau. Aber die Leichen haben keinen Schlüssel bei sich. Ich habe nachgesehen. Sie müssen im Zug sein. Geh du die Schlüssel suchen. Ich sehe mir mal den Motor an. Mach ich. Kommst du zurecht? Keine Sorge, Liebes. Ich bin sicher, die Hübsche hier und ich werden die besten Freundinnen. Wenn Sie nicht weiterkommen, können Sie sich einen Hinweis anhören, indem Sie den Fragezeichen-Knopf drücken. Ja, wenn wir nicht mehr weiterkommen, würde ich das vielleicht sogar in Erwägung ziehen. So, hier ist nichts außer der Tür. Toll, noch eine Leiche. Aber eine Leiche haben und keine Leiche. So. Ein letzter Drink, um sich Mut zu machen. Ein Briefchen. Ein Abschiedsbrief. Wenn Sie, wer auch immer Sie sind, diesen Brief lesen, bin ich schon längst nur noch ein Sack voller Knochen. Es ging nicht ein Tag ins Land, an dem ich nicht alles tat, was in meiner Macht stand, um dem Vater treu zu sein und meinen Pflichten im Namen unseres glorreichen Führers auszuführen. Ich hätte es nicht anders gewollt. Wie es mir befohlen wurde, haben wir unsere Mission erfüllt und den Zug außer Reichweite unserer Feinde am vereinbarten Zufluchtsort gesichert. Aufgrund eines Erdrutsches wurden wir jedoch kurz darauf vom Ausgangstunnel abgeschnitten. Wir sind nun dazu verdammt, für immer in diesem Zug zu verweilen, bis das Oberkommando eines Tages seine Geheimnisse erneut offenlegt. Der Zwischenfall stellte sich jedoch als Glück im Unglück heraus, denn die Rote Armee näherte sich uns von der Ostfront und wir wären ohne das Unglück mit hoher Wahrscheinlichkeit gefangen genommen worden. Auf diese Weise ist unser Geheimnis zumindest sicher.
Truppen haben alarmierend schnell ihre Moral verloren, um sie vor Verrat und Entehrung in einem Moment der Torheit zu bewahren, nahm ich die Bürde auf mich, sie alle zu erschießen. Bin der festen Überzeugung, dass sie in ihrer Verzweiflung versucht hätten, mit dem Motorrad zu entkommen, wodurch sie dem Feind direkt in die Arme gelaufen wären. Ohne Frage hätten sie dann im Austausch für ihre Freiheit die Position des Zuges preisgegeben. Ich habe die Zündschlüssel der Form halber versteckt. Mir bleibt nun nur noch zu tun, was mir meine Pflicht im Namen unseres Führers und unseres Heimatlandes vorschreibt, damit dieser Schatz versteckt bleibt, bis das Oberkommando dazu in der Lage ist, ihn sich wieder zu holen. Hochachtungsvoll, Major Christian Sütter. Ja. Also das ist offensichtlich ja hier eher gegenwärtig und das ist eben also da in der Vergangenheit passiert. Also hat dieser Offizier der Braunschatten seine eigenen Männer erschossen und sich dann selbst getötet, und, damit der Zug nie von den Alliierten gefunden wird. Was immer da drin ist, muss unschätzbar wertvoll sein. Seltsam, scheint diese so hohle sein. Form. Da muss etwas drin gewesen sein. Ja, jetzt haben wir also hier noch ein Schlüsselloch, würde ich mal behaupten, wo wir keinen Schlüssel für haben. Macht die Sache natürlich auch nicht einfacher. Suchen wir woanders. Ist nur Tinnef drin. Hier. Und wieder ein Bleistift. Nichts Interessantes hier. Auch sagen. Braucht denn so viele Bleistifte? Das muss der Schütze sein. Das markante Symbol der faschistischen braunen Schatten. In vielen Ländern ist es verboten. Und das finde ich gut so. Ich glaube nicht, dass ich irgendwas davon gebrauchen kann. Suchen wir woanders. Jo, gut. Da ist nichts los, aber wir können jetzt natürlich hier diese Scheibe reinlegen. Und da ist ein Schlüsselchen. Einer der Schlüssel ist voller Blut. Das muss der für das Motorrad sein. Hier war kein Geheimfach, nur hier war ein Geheimfach. Major Sütters letzter Drink, um sich Mut zu machen? Hab sie! Sie wurde zu lang nicht mehr gestartet. Überlass das mir. Ich krieg sie schon zum Laufen. Wenn ich nur einen Kickstart hinkriege, kommen wir hier raus. Kann ich etwas tun? Wir haben nicht viel Zeit. Nein, danke. Warum schaust du dich nicht um?
Vielleicht ist im Zug irgendwas, das uns hilft, sobald wir hier raus sind. Okay, bin dran. Ja, da haben wir noch einen Schlüssel übrig. Die Schlüssel zum Wagen. Dann gehen wir doch mal rein. Hallo? Ja, wo denn jetzt lang hier? Ja, ich glaube, wir müssen öfter klicken. Also die etwas interaktionsbasierte Steuerung ist teilweise gewöhnungsbedürftig. Das war bei den ersten zwei Teilen zumindest nicht so. Und im dritten, soweit ich gespielt habe, kommt es auch so nicht vor. Kate, dein Streitwagen wartet. Hey, was hast du? Heilige Scheiße. Gestohlene Kunst. Das ist ein Vermögen wert. Unglaublich. Das können wir gut gebrauchen, wenn wir unterwegs sind, Süße. Ein Meisterwerk. Die braunen Schatten müssen es während des Zweiten Weltkriegs erbeutet haben. Und das haben wir auch schon gesehen hier. Wir haben also eine Idee, wo das herkommt. Das muss unschätzbar wertvoll sein. Jetzt verstehe ich, warum die braunen Schatten den Zug so unbedingt verstecken wollten. Die Beute hier drin ist ein Vermögen wert. Ich mag gar nicht dran denken, was aus den Besitzern all dieser gestohlenen Gegenstände wurde. Das haben wir auch gesehen. Oh mein Gott. Was ist? Es ist unglaublich. Das musst du sehen. Ja, es ist ziemlich gut gemacht. Die Farbe der Felswand dort gefällt mir. Ist es das, was dich fasziniert? Nein, Kate. Schau da. Es ist direkt vor deiner Nase. Offenbar ist es von 1937. Aber ich kann die Unterschrift nicht lesen. Cola? Koba? Oder so? Aber was ist so faszinierend daran? Siehst du es nicht? Schau es dir genauer an. Tut mir leid, du musst schon genauer sein, Katjuscha. Ich sehe es immer noch nicht.
Schau noch mal hin. Das Mädchen. Sie sieht genauso aus wie du. Naja. Findest du wirklich, sie ähnelt mir? Komm, das ist doch echt unglaublich, oder? Wie auch immer, ich schlage vor, du steckst es weg. Wir müssen los. Du solltest noch mal genau hinsehen, Kate. Sie sieht genauso aus wie du. Das hat auch schon. War da nicht noch was hinaus, wo ich darauf klicken konnte? Und dann aber. Es ist unglaublich! Ja, gut. Also, dann können wir hier nichts mehr machen. Wir können nur noch aussteigen. Ist das richtig? Dann ist das wohl so. Komm schon, Kate. Gib's zu, sie sieht dir ähnlich. Das muss ein Zeichen sein. Schön stehen bleiben, Mädels. Na gut. Sie haben uns erwischt. Aber werfen Sie doch mal einen Blick in den Zug. Er ist vollgestopft mit Schätzen. Wir können alle stinkreich hier rausgehen. Schauen Sie nur. Keine Bewegung. Hören Sie mir zu, Simona. Sie waren immer gut zu uns. Warum können wir einander jetzt nicht helfen? Zusammen sind wir stärker. Klar. Ihr wart brave kleine Gefangene. Persönlich habe ich nichts gegen euch. Aber ich könnte ja auch den Schatz für mich behalten. Ich könnte raus aus diesem elenden Loch. Niemand würde es erfahren. Ich könnte sogar sagen, ihr habt versucht zu entkommen. Was ja nicht mal eine Lüge wäre. Simona, nicht! Nehmt's nicht persönlich. Ich brauche eine Veränderung im Leben. Ich glaube, ihr versteht meinen Standpunkt. Meine liebste Katjuscha. Oh, Kate, arme Kate. Jetzt bist du allein. Mit deinem Zug voller Schätze. Sprich nicht. Du musst dir deine Kraft aufsparen. Es hat keinen Zweck, Kate. Shh, Katjuscha. Hör zu. Das Mädchen auf dem Bild. Wäre voll cool gewesen, zusammen nach ihr zu suchen. Oder? Das wird es immer noch. Ich nehme dich mit. Nein, du musst gehen. Du musst gehen und es herausfinden, bevor die Wachen kommen. Finde das Mädchen, ja?
Kate? Liebe dich. Vergiss mich nicht, Kate. Ich mache jetzt die Augen zu. Oh Mist, wir haben offensichtlich ein Nebenziel verpasst. Okay. Adieu, liebste Katjuscha. Sie wird überleben. Hätte ich nur Katjuscha dieselbe Chance geben können. Da drüben!
Frau Walker? Frau Walker? Ah, da sind Sie ja. Da ist ja jetzt relativ viel in relativ kurzer Zeit passiert und das ist natürlich hier auch ein guter Punkt gewesen. Einerseits die Folge zu beenden, deswegen würde ich das an dieser Stelle dann wahrscheinlich wieder tun, aber der Timer hat schon etwas früher gemeldet sich. Und gleichzeitig markiert es, glaube ich, auch den Punkt, bis zu dem man in der Demo spielen konnte. Also ab hier weiß ich auch nicht mehr, was passiert. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Lasst gern eure Meinung zum Video in den Kommentaren da oder klickt die entsprechenden Buttons. Das ganze Let's Play gibt's als Playlist auch auf YouTube oder PeerTube, wo ihr mir gerne folgen könnt. Die Links gibt's unten in der Beschreibung. Bis denn dann!